Heute ist Donnerstag, heute gibt es die Gaming News und wir sehen uns gleich wieder. Fangen wir mal ganz leicht an. Der Sony-Fail dieses Jahres. Zu Halloween gab es ein Angebot von Sony für die Playstation eben, wo Spiele, so Horrorspiele verkauft wurden. Das hieß Sale of the Dead. Blöd nur, wenn man die Schrift von der Werbeanzeige zu Sale of the Dead mit der Schrift von Sunset Overdrive, dem Xbox-exklusiven Spiel, vergleicht. Dort fällt einem vielleicht auf, dass es genau die gleiche Schrift ist. Das ist auch Insomnia Games aufgefallen und die haben sich per Twitter gemeldet. Wörtlich stand im Tweet drin, also übersetzt, Hallo Playstation, schöne Schriftart. Wahrscheinlich seid ihr genauso auf Sunset Overdrive gespannt wie die anderen. Wird vielleicht noch in dieser Woche ein neues Blizzard-Spiel angekündigt? Das wäre sehr wahrscheinlich, denn zu der BlizzCon wurde bereits der Terminplan veröffentlicht und dort ist einfach mal eine Stunde freigestellt. Wofür was weiß keiner, aber normalerweise ist in dieser Zeit immer Zeit für Spielevorstellungen oder Add-ons und sowas alles. Also wäre es nicht sehr abwegig, dass dort ein neues Spiel präsentiert wird, besonders wenn man mal bedenkt, dass im April bereits ein Markenrechtsanspruch auf den Namen Overwatch gestellt wurde. Da dieser Name nicht besonders wie ein Add-on zu World of Warcraft oder Starcraft klingt, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht ein neues Spiel sein könnte. Watch Dogs wurde bereits 9 Millionen Mal verkauft. Jetzt nicht direkt verkauft, aber es wurde 9 Millionen Mal an die Händler verteilt. Jedoch ist es ein sehr starker Rückgang, denn zum Beispiel im Juli waren es schon 8 Millionen. Trotzdem betont Ubisoft, dass trotz des Erfolges von Destiny Watch Dogs immer noch die am schnellsten verkaufte neue Spielemarke ist. Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider, denn Ubisofts Umsatz von 482.200.000 Euro in den Monaten April bis September werden zum Großteil von Watch Dogs finanziert. Dieser Umsatz ist eine 65%ige Steigerung zum vorherigen Jahr. Und das war's auch schon wieder und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!